good, I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I go the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, or toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Heute ist der 8. Dezember. Hatten wir nicht einen schönen Nikolaus? Mit Lisa am Steuer vom 1050. Jo, was steht an? Erstmal die ganze Technik wieder zurückschaffen, ne? Was hatte ich denn gestern? Gestern war ich Rindergüll holen, ein bisschen Büro, habe mich dann um Anton gekümmert, damit Lisi ein bisschen mehr im Büro schafft. Heute Katros waschen, 7R zurückbringen und nochmal Gülle holen. Damit ich, genau, morgen habe ich dann auch mal ein paar Termine und Donnerstag bringe ich dann die Katros zurück, da ist schon der Termin. Ja, aktuell fahren wir mit, wenn ich sage das, 12 Kubik Rindergülle am Tag. Wir haben das ja ein bisschen jetzt so durchgerechnet und momentan ist es so, dass wir mit unserem Gerestlager bis Mitte April kommen. Und dann haben wir uns gesagt, naja, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Gülle mit rein in die Ration oder mit rein in die Biogasanlage und werden dadurch flüssiger und würden dadurch dann auch mehr Mist einsetzen. Das ist jetzt aktuell der Plan. Jetzt fahren wir erst die erste Woche jetzt mit mehr Gülle. Jetzt warten wir erst, bis die Anlage ein bisschen flüssiger wird und dann gehen wir dann mit dem Mist hoch. Aktuell sind wir ja bei 5,5 Tonnen Mist am Tag. Ja, vielleicht schaffen wir noch 2 Tonnen mehr. Wäre auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Genau. Wir füttern auch schon den frischen Mist. Der geht ziemlich gut durch, muss man sagen. Und ich hatte ja letztes Mal schon erklärt, die äußere Schicht ist jetzt auch mit den weißen Pilzen voll. Was ja den Lignin abbaut und dadurch wird das Stroh ja sozusagen aufschließbar in der Biogasanlage. Genau, das habe ich ja schon gesagt. Ansonsten, meine Jungs sind im Urlaub. Ich bin der Einzige, der hier gerade aktuell irgendwie arbeitstechnisch in der Landwirtschaft tätig ist. Die anderen beiden dürfen sich gut ausholen, aber das haben sie sich erholen, haben sie sich auch gut verdient. Genau, dann fahren wir erstmal los und dann gucken wir mal, was sonst noch zu berichten ist. Moin Leute, wir haben heute Dienstag, 15.12. Wir gehen auf Weihnachten zu. Genau. Und wir alle kennen diesen Moment, wo jeder denkt, oh, ist das ein geiler Beruf. Oh, ich liebe das. Und diese Momente, wenn man das so guckt, ne? Genau. Und dann kennen wir diesen Moment. Was steht da? Da steht eine mobile Fütterung. Und wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser mobilen Fütterung? Leute, hört bloß auf. Was kann ich mich schon wieder aufregen über den ganzen Kram hier? Wann war das? Letzte Woche, Mittwochabend. Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, warum das so kam und wie das kam. Ist bei der Steigförderschnecke, also ist diese ganz lange große Schnecke, ist oben der Zapfen ausgelaufen, wo das an dem Getriebemotor befestigt ist. Ja, und parallel dazu sind dann wohl zwei Lager mit kaputt gegangen. Ja, haben wir erst mal gedacht, gut, ist ja nicht ganz so schlimm, wie eine neue Schnecke kaufen. Geistesgegenwärtig habe ich dann als erstes erstmal eine mobile Fütterung bestellt, weil ich gedacht habe, ach du, Hannes, es ist vor Weihnachten, es ist Corona. Man weiß nie, was alles schief gehen kann. Und es ist eine Menge schief gegangen. Da, die Schnecke, die da drinnen liegt, genau, die ist da oben ausgelaufen. Mittwochabend haben wir Donnerstag einen Kran bestellt gehabt, haben die runtergehoben, uns angeguckt, ja, war oben der Zapfen halt ausgelaufen. Viel telefoniert, was machen wir? Neue Schnecke, kostet einen Haufen Geld und die Schnecke war an sich noch ziemlich gut, nur der Zapfen kaputt. Ja, erstmal Freitag die ganze Zeit mit Metallbauer abtelefoniert. Einer hat dann gesagt, er kann das, er kommt Montag, macht mir das fertig. Ja, dann habe ich den gestern versucht zu erreichen. Ging nicht ran.
Kein Mensch meldet sich. Der ruft ja gestern Nachmittag an, ja, warum ich ihn nicht auf Handy angerufen habe. Ich sage, ja, weil ich keine Handynummer habe. Ja, ist egal, na, morgen früh komme ich, mach dir das fertig. Ich habe mir aber schon fast gedacht, dass er das nicht kann, weil das wirklich sehr, sehr speziell ist. Und habe parallel schon mal einen Hänger besorgt, weil die Schnecke ist geteilt. Sie ist insgesamt 11 Meter lang. Das ist ja das komplette Ende. 11 Meter und sie ist geteilt. Einmal 6,50 Meter und dann einmal die entsprechende Differenz, die 4,50 Meter dazu. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Hänger, womit man eine 6,50 Meter Schnecke 300 Kilometer transportieren kann. Ja, den haben wir dann gekriegt. Der war heute Morgen früh frei, sind wir sofort hin. Genau, weil wir eh schon gedacht haben, der kann das nicht. Der kam auch, der Metallbauer, und hat auch gesagt, der kann das nicht. Genau, haben uns aber auch selber gedacht, dass der im Vorfeld schon zu große Töne gespuckt hatte. Genau. Dann Anhänger jetzt geholt, das Ganze auf dem Hänger geladen. Jetzt fährt das gerade dahin. 300 Kilometer ist bei Hamburg. 300 Kilometer von hier. Die Problematik ist aber, ja, der weiß nicht so recht, wann er dafür Zeit hat, weil er sagt, momentan ist ziemlich viel kaputt und Corona und ja. Deswegen hoffen wir jetzt noch wirklich, dass das vor Weihnachten heil wird, weil sonst können wir hier jeden Tag viermal her wegen dem Füttern. Auch zu Weihnachten, Silvester, Neujahr. Also das ist totaler Dreck, Leute. Ich sag euch, Eintragssysteme mit Schnecken ist richtiger Plunder. Aber ich habe jetzt schon mehrmals, ich warte noch aktuell auf Angebote, über die Überlegung gehabt, mir dazu eine Flüssigfütterung einzubauen. Also im Prinzip, dass man hier rausfördert, das Ganze in Flüssigfütterung umwandelt und dann da reinpumpt, weil man dann einfach sehr, sehr viele metallene Komponenten nicht mehr hat. Und auch gerade zum Beispiel bei dieser Schnecke, immer wenn man daran was machen muss, muss man einen Kran bestellen und immer pro Stunde bezahlen. Und im Prinzip verdient jeder an der Landwirtschaft und an der Biogas Geld, aber damit Geld zu verdienen, ist immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Und jedenfalls kann man wirklich sagen, Leute, mir kotzt das an. Wirklich. Wirklich, dieser ganze Dreck. Wenn das mal einfach mal laufen würde, ne? Ich meine, 4 Monate lief das jetzt richtig gut. Ja, aber ich meine, ich habe damit auch kein Problem, wenn da mal ein Lager ausläuft oder so. Das war ja gar kein Problem, das hatten wir sogar da gehabt. Aber dass oben da der Zapfen ein bisschen ausgelaufen ist, sodass der Keil im Prinzip im Motor nicht mehr hält, wenn das wieder da ist, die Schnecke, dann zeige ich euch das mal, was ich meine. Und ja, dass man halt immer auf andere angewiesen ist, das stört mich eigentlich am meisten. Der Kran, die Ersatzteile besorgen und. Und eine neue Schnecke, ja, wie gesagt, das ist Edelstahl, Leute. 11 Meter Edelstahlschnecke. Was denkt ihr, was das kostet? Das ist in einer wahnsinnigen Dimension. Ja, und Gott sei Dank hatte ich mich dann eigentlich mit der Thematik beschäftigt und habe gedacht, Mensch, Hannes, weißt du was? So viel Glück, wie du 2,20 hast, ne? Besorgt dir eine mobile Fütterung. Ich meine, kostet einen Haufen Geld, machen wir uns nichts vor, eine mobile Fütterung. Die ist ja zur Miete. Aber man hat den Vorteil, man kann seine Anlage weiter füttern und hat halt weiter Einspeisevergütung und der Behälter wird nicht kalt. Die Problematik ist ja, die Fütterung hält an und wir könnten ja, sagen wir mal, noch zweimal am Tag oder so Gülle reinfahren. Damit schaffen wir aber nicht, entsprechende Auslastung zu fahren, damit wir es auch schaffen, die Behälter warm zu halten. Das heißt, wenn die Motoren nicht laufen, geht die Heizung ja nicht, weil die Abwärme wird ja zum Beheizen benutzt. Und damit werden die Behälter dann immer kälter. So, mit Gülle beschleunigen wir das auf eine Art. Haben wir noch die Möglichkeit, mit der Gülle Futter einzutragen in flüssiger Form. Auf der anderen Art beschleunigen wir das Unterkühlen dieses Behälters. Und wenn wir dann unter 40 Grad kommen, dann kommt das Ganze richtig zum Erliegen. Muss man erst mal sagen. Das fängt ja hier gerade an zu füttern. Kann man schön sehen. Genau. Ja, und dann haben wir halt die Möglichkeit der mobilen Fütterung. Also es gibt ein paar Dienstleister in Deutschland, da kann man so ein Ding bestellen. Wie gesagt, kostet einen Haufen Geld. Also mit 10 in der Woche seid ihr gut. Ich meine, die erste Woche ist die teuerste wegen An- und Abfahrt. Und dann nachher wird es ein bisschen günstiger. Dann kostet es nachher nur noch ein halbes Vermögen. Aber wir halten die Anlage unter Futter. Und wir laufen weiterhin 100%. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich sag mal, kommen wir in dem Moment rein, wo wir unterkühlen, wo wir den Behälter unterkühlen und wir fangen wieder an zu füttern, dann brauchen wir erstmal wieder eine Zeit, bis überhaupt Gas kommt, bis wir den Behälter über 42 Grad bekommen. Und dann, Leute,
dann muss erstmal wieder Gas produziert werden, dann können wir Stück für Stück wieder mehr füttern und dann geht das erst wieder richtig los. Das heißt, die eigentliche Ausfallzeit ist dann bedeutend höher. Also wenn wir eine Woche nicht füttern, dann ist der Behälter kalt, sagen wir mal so, dann haben wir 2 bis 3 Wochen zu tun, um wieder an die 100% zu kommen. Im Prinzip überspringen wir das jetzt und fahren weiter in 100%. Das ist ganz wichtig. Ja, und wie funktioniert so ein Teil eigentlich? Ja, im Prinzip simpel gebaut, aber doch utopisch teuer. Also, im Prinzip fördert eine Schnecke hier rein. Hier drinnen ist sozusagen eine Schnecke. Ja, die Schnecke wird hier mit Flüssigkeit beliefert. Also wir pumpen Flüssigkeit aus dem Nachgärer hier rein, rühren das Futter mit ein hier unten und pumpen die, sozusagen diesen Futterbrei in den Fermenter rein. Hintenrum in der Anlage müssen wir dafür sorgen, dass natürlich immer wieder in die Richtung rüber gepumpt wird, damit wir da was wieder zum Pumpen haben. Und im Prinzip dieses System schwebt mir irgendwo auch so vor, dass wir das so beschicken können. Hier eine Flüssigkeit, da wird es angemeischt und dann wird es reingefördert. Das ist eigentlich so das System, was ich eventuell plane umzubauen, weil guckt euch an, das sind hier im Prinzip alle Komponenten, die hier draußen sind, die bräuchte ich auch dafür und das ist wirklich überschaubar. Und wenn man da mal eine Pumpe wechseln muss oder ein Rotor oder ein Stator oder mal eine Welle oder so, dann kann man das immer alleine machen, maximal mit einem Teleskoplader, wenn es ein bisschen schwerer ist. Aber im Prinzip ist alles relativ simpel aufgebaut und relativ einfach ja, zu beheben. Und für die Biogasanlage an sich ist die Flüssigfütterung das wohl geilste überhaupt. Weil es kommt rein und es ist direkt schon mit dem Substrat, mit den Bakterien in Verbindung gebracht. Und man muss nicht ewig rühren, um sozusagen, sag ich mal, das Futter zu erfassen und einzurühren. Deswegen ist eine Flüssigfütterung eigentlich das geilste. Nur das Ding war, als man das hier alles gebaut hat, vor 10 Jahren, da wusste man einfach nicht, was im Prinzip in der Biogasbranche geil ist und was nicht. Und ich glaube, da gab es sowas auch noch nicht. Also die Flüssigfütterung, die ich von damals kenne, die vor 10 Jahren eine Anlage gebaut haben, die haben die Flüssigfütterung anders gebaut. Aber, glaube ich, Flüssigfütterung, glaube ich, ist generell da in der Hinsicht die Zukunft. Weil die ermöglicht dann auch zum Beispiel, dass man noch mehr Mist oder so einsetzen kann, weil es direkt aufgemischt in den Behälter reinkommt. Ist natürlich an sich eine ganz feine Sache. Ja. Jo, ich habe noch einmal kurz bei dem Service angerufen, die haben da eine Fernwartung für. Und zwar habe ich mir gerade eine Notabschaltung nach 1,5 Stunden noch mit reinmachen lassen. Die Funktion gibt es da, die war vorher aber nicht gepflegt. Und da war ein Fehler in der Kommasetzung. Das Ding hat immer nach 90 Sekunden aufgehört gehabt. Weil heute Nacht hatten wir die Problematik, dass das Ding sich nicht abgeschaltet hat und im Prinzip hat er die ganze Nacht vom Nachgärer in den Fermenter reingepumpt, so lange, bis die Überfüllsicherung mich heute Morgen angerufen hat. Also so 50 cm bevor Oberkante bekomme ich einen Anruf, wo er sagt, Überfüllsicherung Fermenter. Und dann wusste ich natürlich sofort, was los ist. Bin hier heute Morgen hergefahren wie die kleine Feuerwehr und habe direkt mal das Ding ausgemacht. Genau, weil im Prinzip hat die Wiegung, also der hat zum Beispiel eine Abschaltung, ab bis 800 Kilo soll der füttern. Also er füttert das komplette Ding jetzt leer, bis 800 Kilo nur noch drin sind und dann schaltet er sich aus. Ja, weiß der Geier, aber er kam nicht zu den 800 Kilo, hatte da noch 1,1 Tonne drin, obwohl das Ding leer war. Also sicherlich, weil das Ding nicht genau in Waage steht, ne? Ist ja ganz normal. So, und jedenfalls hat sich das Ding nicht abgeschaltet und hat die ganze Zeit permanent durchgefüttert. Ja. So dass im Prinzip der ziemlich voll war und der im Prinzip ziemlich leer. Jetzt musste ich den ganzen Vormittag alles wieder zurückpumpen. Das mache ich sonst parallel. Unsere Pumpe da drin halt schafft nicht so viel wie die. Und ja, jetzt musste ich halt so lange warten, bis ich wieder füttern kann. Aber an sich funktioniert das ganz gut. Also wir füttern jetzt 4-mal am Tag 6 Tonnen. Pumpen alles rein sozusagen, dass wir nachts hier gar nichts machen müssen und dass wir nachts auch gar nicht her müssen. Ja, und wie gesagt, es funktioniert in der Anlage top. Ne? Also das ist ja super homogen gleich da drin aufgerührt. Man muss weniger rühren, also das fällt mir schon direkt mal auf, damit das Ganze richtig gut in der Anlage ankommt. Und was mir auch auffällt, man hat ziemlich schnell wieder Gas. Also ich sag mal, wir haben ungefähr 1,5 Tage gar nicht gefüttert und haben die Fütterung angeschlossen. Und ungefähr, sag ich mal, nach einem halben Tag sind wir wieder auf Volllast gefahren. Weil ich denke, es ist schneller verfügbar. Ne? Dadurch, dass überall direkt die Bakterien dran sind, das muss nicht erst aufgerührt werden, sondern ist direkt überall drin und kommt wieder rein. Und dadurch, glaube ich, ist es schneller für die Bakterien verfügbar. Genau. Das ist die Problematik. Was ich euch fragen wollte, ist, der ein oder andere Biogasbetreiber ist hier zwischen, der das guckt, das weiß ich.
Habt ihr Erfahrung mit dem Wangen Biomix oder mit ähnliches System, Vogelsang, der Energy Jet, der Premix? Habt ihr da Erfahrung mitgemacht? Schreibt das mal in den Kommentaren. Sind da vielleicht auch welche, die das schon ein paar Jahre damit betreiben? Wie sehen die das Ganze? Ist es gut, ist es schlecht? Aber ich kann dazu sagen, meine Eintragsschnecken sind im Prinzip ganz in Ordnung. Aber Wartung und Verschleiß ist ziemlich hoch. Und wenn mal halt was ist, so wie jetzt, man braucht halt wirklich eine gewisse Zeit, bis das wieder repariert ist. Und das kostet jedes Mal einen Haufen Geld. Von daher ist es, glaube ich, irgendwo schon interessant, das in Zukunft irgendwann mal umzurüsten. Ja, das ist auf jeden Fall das. Jetzt ist der Fahrer erstmal unterwegs, bringt die Schnecke dahin. Und dann kann ich euch im Nachgang sicherlich sagen, was draus wird. Also erstmal, wie gesagt, der ist voll, der bringt nur die Schnecke hin. Ursprünglich hatte er gehofft, er nimmt sich da ein Hotel, bleibt da die Nacht da, wartet bis morgen Abend, fährt morgen Abend wieder mit nach Hause. Und übermorgen bauen wir es ein. Momentan hoffen wir eigentlich nur noch, dass wir es vor Weihnachten wiederbekommen. So viel erstmal das. Diesen Vlog seht ihr also auch schon am Donnerstag. Das heißt, das ist super frisch aktuell. Also ich kann morgen noch mal ein bisschen was mit aufnehmen. Und genau, dann seht ihr das am Donnerstag. Und heute geht der Merch-Shop auch online. Also wenn ihr da so ein bisschen Interesse habt, guckt doch mal, stöbert da mal durch. Ist vielleicht was ganz Interessantes für euch dabei. Der wird natürlich nach und nach immer wieder ergänzt und gepflegt. Ja, genau. Das ist erstmal so zu sagen. Ja, Gott sei Dank, wichtig ist immer die Motoren laufen. Hauptsache die Motoren laufen, alles andere ist egal. Genau, dann machen wir erstmal. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao, ciao. Sind wir wieder. Heute auf dem Mittwoch. Gestern haben wir die Schnecke weggebracht. Ja, die wissen noch nicht genau, ob die das zu morgen schaffen. Wir hoffen natürlich. Haben den Hänger da stehen lassen, im Raum bloß mit Auto hinfahren, das Ganze wieder herholen. Vielleicht können wir den Freitag einbauen. Was ich euch aber zeigen wollte. Zum einen der Mist, den wir geschreddert hatten. Hier, ich will da bloß nicht zu dicht gehen. Seht ihr das ganze Weiße drauf? Das sind die Pilze, die im Prinzip den Ligninanteil oder das Lignin in den Pflanzenfasern abbauen oder in den Pflanzen abbauen. Und dadurch wird mehr in der Pflanze verfügbar und dadurch können wir es besser in der Anlage verarbeiten. Das wollte ich noch zeigen, genau, weil der ist besser als frischer Mist. A, verfault er oder vergärt schneller in der Anlage. B, kommt da mehr Gas raus und C, lässt sich der besser rühren. Deswegen sind wir momentan bei fast 10 Tonnen am Tag. Unser Gras, letzter Schnitt, glaube ich, das ist euch ja bekannt. Letzter Schnitt A, da draußen letzter Schnitt B, letzter Schnitt C. Aber den letzten Schnitt in drei Teile machen müssen. Die Umstände kennt ihr ja. Einen Vlog dazu bin ich euch noch schuldig. Da habe ich versehentlich Material gelöscht. Habe aber ein bisschen was erklärt. Das will ich nächste Woche noch aufnehmen, damit wir dann das ganze Jahr abhaken können. Was ich euch zeigen wollte. Ich habe gerade Silo aufgemacht. Erstmal für die mobile Fütterung. Wir mischen alles im Vorfeld fertig. Also hier ist jetzt Mist unter Silage und mal hier vorne ist GPS. Ich will jetzt hier auch nicht buddeln, weil hier unter kommt dann der Mist. Mais ist da mit drin, damit wir es in diesem kleinen Behälter schon vorgemischt haben. Hier kann man es ja sehen. Da ist ja das Gras, der Mist dabei. Da drauf diese kleinen Pilzfasern. Die ermöglichen uns, den Mist besser aufzuschließen. Ich habe nach meiner Theorie habe ich da ein bisschen drüber nachgelesen. Und ja, es ist tatsächlich so, der weiße Pilz und die Aufschließbarkeit mit der Zeit wird immer besser. Und gestern hat mir jemand geschrieben, der beste Punkt ist wohl nach ungefähr ein bis zwei Monaten, also nach einem Monat ungefähr, zwischen ein und zwei Monaten, die Phase, da müsste man das Ganze konservieren. Das heißt, festfahren, Folie rüber und, und. Aber der Mehraufwand ist dann ja auch nicht mehr gerechtfertigt, weil es ein Abfallstoff ist und B, ja, ich sag mal so, es ist schon knapp gerechnet, das Ganze durchschreddern zu lassen und zu nutzen, weil wir müssen dadurch mehr rühren. Und ja, mehr Aufwand haben wir auch dadurch, ne? als wenn wir jetzt einfach eine Silage nehmen würden. Klar, eine Silage kostet Geld, aber durch eine Silage muss man weniger rühren, weniger pumpen und so, weil die in der Anlage besser durchgeht. Und dann hätten wir ja noch mal einmal Folie, was ja im Prinzip ja auch so ein bisschen ja, eine Umweltverschmutzung ist. Und dann hätten wir ja noch mal den extra Maschinenaufwand und hinterher müssen die Maschinen auch gewaschen werden. Also das will ich eigentlich nicht machen, um ehrlich zu sein, diesen ganzen Aufwand. Folie haben wir im Prinzip nicht so viel, weil wir immer nur stückweise pro Woche immer abdecken. Und dann haben wir immer so einen Streifen, wie das kleine Stückchen, was da liegt. Da
Das ist immer so pro Woche sozusagen, weil im Gesamten nach hinten ziehen ist es einfach nicht machbar, weil die Folie, das ist alles so groß. Wir nehmen es auch nicht doppelt, ist einfach zu groß und das Handling funktioniert nicht. So, was ich aber euch hauptsächlich zeigen wollte. A, das ist meine Silage von diesem Jahr, meine GPS-Silage. Und ich muss sagen, das ist so ziemlich eine der besten GPS-Silagen, die mir jemals gelungen sind. Weil ich habe so ziemlich den perfekten Punkt getroffen zum Häckseln, dass das Material schön feucht noch war. Der untere Teil der Pflanze war noch grün. Dadurch haben wir auch hier einen sehr geringen Ligningehalt und die Häckselqualität natürlich auch sehr gut. Ziemlich gut getroffen. Also ich habe so festgestellt, der perfekte Punkt ist, wenn so Sickerwasser ausdringt, aber nur so ein ganz bisschen vorm Silo und nicht mehr. Das ist der perfekte Punkt. Dann hat man die perfekte Feuchtigkeit getroffen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wir hatten gestern im Stream nämlich die Diskussion mit gar nicht abdecken oder so. Und ja, wenn man es im Prinzip richtig macht, dann hat man hier oben auch keine Schmutzschicht drauf. Hier, das ist Schmutzwasser von der Folie. Da seht ihr. So, und im Prinzip, wenn man die Kanten auch richtig verdichtet und die Kanten auch richtig zudeckt, dann sieht das Ganze auch so aus. Klar, ein bisschen hat man immer, kommt man nicht drum rum. Aber es sieht schon viel besser aus als bei manch anderen Praktika. Und das ist auch wichtig, weil hier verlieren wir eine Menge Geld, wenn wir es hier nicht richtig machen. Hier habe ich sozusagen noch den Rest. Hier habe ich tatsächlich nur eine Folie oben drüber genommen. Das war noch ein bisschen der Rest dahinter. Kommt nachher schon unter die Folie. Hier vorne der Baubereich war nichts mehr, weil ich ab dann, du musst mehr Sport machen, weil ich ab dann eine Membranschutzfolie genommen habe. Die ist, lass mich lügen, 10-mal so undurchlässig wie Unterzieh- und Überziehfolie zusammen. Ich glaube, es war 10-mal oder 100-fach. Die ist dünner, die ist reißfester und die Konservierung ist fast geiler. Also im Preis, glaube ich, die war genauso teuer. Ich glaube, die ist genauso teuer wie beide Verfahren zusammen. Aber ich habe halt nur noch eine Folie, die dünner ist. Ist ein bisschen besser für die Umwelt. Und ist ein bisschen besser für uns, die das Ganze zudecken müssen, weil wir haben dadurch weniger Aufwand. Hier ist unser Mais-Silo. Und wenn wir jetzt mal so sehen, die ist hier ja ganz dünn, aber die schmiegt sich super an, sodass man da unten auch eine super Konservierung hat. Also selbst wenn das Silo auf ist, bleibt das super konserviert. Und so sieht unser Mais-Silo aus. Ist eigentlich auch ziemlich gut geworden. So sieht das Ganze aus. Ist auch eiskalt. Ist immer so ein Indikator, wenn man das Silo anfasst, wegen der Nacherwärmung, ne? Hier, eiskalt. Könnt ihr euch selber mal, wenn ihr Silos zu Hause habt, könnt ihr testen. Ihr geht da ran, wenn das so ein bisschen ein, zwei Tage alt ist, und dann fasst ihr das mal an oder frisch entnommen und fasst an, wie warm das ist. Auch hier, das ist jetzt die Seite, die wir nicht entnehmen. Und hier zum Beispiel wird es ein bisschen warm und da hat man Energieverluste. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Das ist manchmal so. Aber wichtig ist, wenn das gut fest ist, so wie hier, dann ist es trotzdem kalt. Ich krieg nicht mal die Kante hier raus. Dann ist das trotzdem kalt. Also überall da, wo man so ein bisschen unterhebelt, da kommen halt Pilze und da gibt es dann halt Nacherwärmung. Sieht man dann auch hier so ein bisschen die Risse, wenn man das so mit der Schaufel ein bisschen angehebelt hat. Optimal wäre natürlich so eine Silozange oder so eine Schneidzange, aber die war bis jetzt noch nicht im Budget drin. Die ist auch ziemlich, ziemlich teuer. Und ich muss auch sagen, ich versuche ja auch inzwischen meine Silos ziemlich klein zu halten, damit der Vorschub passt. Kriege ich soweit gut hin, nur beim Mais nicht, weil ich Mais inzwischen extrem wenig verwende. Und mein Ziel ist es eigentlich, eine maislose Anlage zu haben. Nur noch GPS, dann Gras und Mist, Gülle. Weil ich glaube, das ist so für die gesamte Fruchtfolge, entlastet mich das Ganze so ein bisschen. Obwohl ja GPS nächstes Jahr nicht mehr, aber ich habe ja noch genug Restbestände und dann einfach mehr Gras, Mist, Gülle. Das ist eigentlich die Zukunft, wie ich die Anlage momentan plane. Was ich auch noch zeigen will beim Abdecken, was auch ganz wichtig ist, was viele nicht richtig machen. Wenn man abdeckt, immer schön danach die Beschwerung wieder dicht an dicht legen, damit hiernach die Folie geschlossen wird und die Luft nicht richtig unterziehen kann, wenn man mal Wind hat oder so und die kann nicht richtig untergehen. Und immer die windabgewandte Seite aufdecken. Bei uns kommt 90% der Wind aus der Richtung und drückt immer die Luft sozusagen hierher.
Wenn das jetzt natürlich, wenn der Wind immer von da kommt, ist natürlich doof, ne? Weil dann geht er immer im Prinzip immer unter, trägt Luft ein und dadurch setzt natürlich dieser Fäulnisprozess ein und dadurch verlieren wir Energie. Ich glaube, das wollte ich im Prinzip euch so ein bisschen zeigen. Genau, die Schnecke wird morgen, hoffentlich zu morgen repariert, dann können wir sie abholen. Diesmal war so ein bisschen so ein kleiner Laber-Vlog. Genau, wollte ich noch was ansprechen? Nee. Auf jeden Fall, das Ganze kommt morgen Abend schon raus. Morgen ist Donnerstag. Genau, und dann kommt am Sonntag, mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall kommt die Tage dann noch eine Fortsetzung. Das wäre erstmal das, was ich euch unbedingt zeigen wollte hier an der Anlage. Ansonsten, die Anlage läuft nach wie vor auf 100%. Dank der mobilen Fütterung. Kostet mal einen Haufen Geld, aber die Anlage läuft. Ne? Das ist schon mal immer ein Anfang. Jo, ich überlege nochmal. Ah, mein Merch-Shop ist übrigens draußen, Leute. Link unten in der Beschreibung. Und ich sage euch mal, bei 20.000 Abos machen wir ein fettes Gewinnspiel. Also bis dahin. Ciao, ciao.